Ich versuche euch jetzt mal die Firma Centrovision und auch das Label zu erklären, die ja quasi das Mutterschiff all unserer Verlage ist. Ja, das klingt schon mal wild. Eigentlich ist es ein anthroposophischer Hörbuchverlag, also von dem Ursprung her, und auch das Label beschäftigt sich mit Anthroposophie. Mit dem Label meine ich als Verlagsmarke Centrovision bringen wir da Vorträge von Anthroposophen und über Themen, die damit artverwandt sind, auf CD, auf MP3 und ab und an auch mal ein Buch oder auch mal eine DVD raus. Jetzt nicht mit einer sehr hohen Schlagzahl, vielleicht so 1 bis 3 Publikationen pro Jahr kommen in diesem Centrovision raus. Nur die Firma Centrovision GmbH, SARL, die Firma an sich, die hält auch all unsere anderen Verlage. Dazu würde ich dann gesondert nochmal jeweils was sagen. Es hat da den Synergia Verlag, die Edition Hier und Jetzt, die Edition Schandau, dann hat es die Edition Rauschkunde, es hat Smaragd Verlag, Irdana Verlag, Wolfbach Verlag, ich kann sie schon gar nicht mehr alle frei heraus aufzählen. Also zu denen werden wir dann gesondert kommen. Und das Centrovision selbst ist quasi neben dem, dass es ein Verlagslabel ist, auch das Mutterschiff für all unsere Verlage als Firma. Das sorgt manchmal für Verwirrung im Außen. Deswegen wollte ich mal noch den Versuch unternehmen, euch das doch zu erklären.